Hier handelt es sich um ein Thema, über das unser Wissen begrenzt ist. Lassen Sie uns darauf eingehen. Die Frage, ob unser Universum eine Grenze hat, beschäftigt Wissenschaftler seit langem. Stellen Sie sich vor, wir reisen in einem hypothetischen Schiff, das schneller als Licht ist, durch den Weltraum. Würden wir dann einen Punkt erreichen, an dem wir nicht mehr weiterkommen könnten? Und wenn es diese Grenze wirklich gibt, was liegt dann dahinter? Das Konzept einer Grenze oder Grenze ist schwer zu verstehen, ebenso wie die Idee eines unendlichen Universums. Wenn sich der Weltraum ausdehnt, muss es doch etwas geben, in das er sich ausdehnt, oder? Das James Webb Weltraumteleskop hat kürzlich wichtige Entdeckungen gemacht, die uns helfen könnten, unser Universum besser zu verstehen. Wissenschaftler glauben, den Rand des Universums gefunden zu haben, der Aufschluss darüber geben könnte, wie alles funktioniert. Um dies zu verstehen, stellen Sie sich zunächst unser Universum als ein Gebiet mit einer Grenze vor, die als kosmologischer Horizont bezeichnet wird. Kurz nach dem Urknall emittiertes Licht reist seit etwa 13,8 Milliarden Jahren durch den Weltraum. Das bedeutet, dass wir nur Objekte sehen können, die sich in einer Entfernung befinden, die der Zeit entspricht, die seit dem Urknall vergangen ist, also etwa 45 Milliarden Lichtjahre aufgrund der Ausdehnung des Weltraums. Alles jenseits dieser Entfernung ist für uns unsichtbar, da das Licht aus diesen Bereichen noch keine Zeit hatte, uns zu erreichen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der kosmologische Horizont keine tatsächliche physische Barriere ist, wie der Horizont, den Seeleute auf See sehen. Es ist nichts, was wir anfassen können. So wie sich der Ozean über den Horizont eines Seemanns hinaus erstreckt, erstreckt sich auch der Weltraum über das, was wir in unserem Universum sehen können, und es gibt keinen Grund, warum es in diesen Entfernungen keine Galaxien geben sollte. Das James Webb Weltraumteleskop wurde von Astronomen genutzt, um einen Blick zurück in die frühesten Momente des Kosmos zu werfen. Sie haben etwas Überraschendes gefunden, 6 riesige Galaxien, die zwischen 500 und 700 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten, als der Kosmos noch jung war. Es stellte sich heraus, dass diese Galaxien viel größer waren als erwartet. Das Teleskop nutzt Infrarotlicht, das wir nicht sehen können, aber das schwache Licht alter Sterne und Galaxien erkennen können. Durch den Blick in das ferne Universum kann das Teleskop eine Zeitreise zurück in die Zeit vor etwa 13,5 Milliarden Jahren unternehmen. Die Entdeckung dieser gigantischen Galaxienformation, die sehr früh in der Geschichte des Kosmos begann, hat das, was viele von uns für etablierte Wissenschaft hielten, in Frage gestellt. Diese Galaxien sind so massereich, dass sie 99% der Hypothesen widersprechen, die die frühen Galaxien im Universum erklären. Der vorherrschenden Theorie zufolge entstanden Galaxien als kleine Ansammlungen von Sternen und Staub, die sich im Laufe der Zeit entwickelten. Doch zum ersten Mal blickten Wissenschaftler sehr früh in das Universum, ohne zu wissen, was sie sehen würden. Es stellt sich heraus, dass ihre Entdeckung so unerwartet war, dass sie wissenschaftliche Fragen aufwirft. Als Forscher im Juli 2022 die Daten des Webb-Teleskops und die ersten hochauflösenden Fotos erhielten, begannen sie mit deren Analyse. Die Entdeckung der Galaxien war für das Team so überraschend, dass es zunächst glaubte, die Daten falsch interpretiert zu haben, indem es die großen Lichtflecken sah. Um besser zu verstehen, wie und wann diese Galaxien entstanden, wurde eine Spektralfotografietechnik eingesetzt. Bei dieser Technik wird das Licht in verschiedene Wellenlängen zerlegt, um Elemente zu identifizieren und die tatsächliche Entfernung der Galaxien zu berechnen. Diese spektroskopischen Messungen helfen uns, seine Größe und Entfernung von der Erde zu verstehen. Dieser überraschende Befund entsprach nicht den Erwartungen der Wissenschaftler, die das Webb-Teleskop nutzten. Die Forscher wussten nicht, was sie finden würden, und die Enthüllung erfolgte früher als erwartet. Da wir es mit einer sehr alten Zeit zu tun haben, müssen wir offen gegenüber dem sein, was wir betrachten. Obwohl die Daten darauf hindeuten, dass es sich wahrscheinlich um Galaxien handelt, besteht immer noch die Möglichkeit, dass es sich bei einigen um versteckte supermassereiche schwarze Löcher handelt. In einer weiteren überraschenden Entdeckung haben Astronomen bestätigt, dass massereiche Sterne im frühen Universum viel größer sind als bisher angenommen, nämlich bis zu 100 Mal größer.
Mithilfe von Daten des James-Webb-Weltraumteleskops identifizierten sie die ältesten und am weitesten entfernten Galaxien, die bisher bekannt sind. Diese Galaxien existierten weniger als 400 Millionen Jahre nach dem Urknall, als das Universum nur 2% seines heutigen Alters hatte. Zunächst entdeckte das JWST mehrere mögliche Galaxien, und nach detaillierten spektroskopischen Beobachtungen wurden 4 davon bestätigt. Die Spektroskopie ermöglicht nicht nur die detaillierte Untersuchung dieser Galaxien, sondern bietet auch eine präzise Möglichkeit, ihre Entfernung, die sogenannte Rotverschiebung, zu messen, die mit der Expansion des Universums zusammenhängt. Während fotometrische Schätzungen auf der Grundlage gefilterter Fotos die Entfernung einer Galaxie annähern können, bietet die Spektroskopie präzisere Messungen durch die Analyse von Licht bei verschiedenen Wellenlängen. Jüngste Entdeckungen konzentrieren sich auf 4 Galaxien mit Rotverschiebungen von mehr als 10. Erste Hubble-Beobachtungen von 2 Galaxien wurden mit Rotverschiebungswerten von 10,38 und 11,58 verifiziert. Die beiden weiter entfernten Galaxien mit Rotverschiebungen von 13,20 und 12,63 wurden in JWST-Bildern gefunden und hatten ihre Abstände wurden spektroskopisch bestätigt. Eine Rotverschiebung von 13,2 weist auf einen Zeitraum von vor etwa 13,5 Milliarden Jahren hin. Eine entscheidende Rolle bei diesen Erkenntnissen spielten das Nahinfrarotteleskop und der Nahinfrarotspektrograph Webb, die von einem gemeinschaftlichen Wissenschaftlerteam entwickelt wurden. Darüber hinaus wurde dem fortgeschrittenen extragalaktischen Tiefendurchmusterungsprogramm JADIS des JWST etwas mehr als ein Monat Teleskopzeit zugeteilt. Sein Ziel ist es, einen beispiellosen und detaillierten Blick auf den frühen Kosmos zu bieten. Das JADIS-Team entdeckte fast 100.000 Galaxien, die Milliarden Lichtjahre entfernt liegen, indem es das Feld mit Hilfe von 9 verschiedenen Infrarotwellenlängenbändern untersuchte. Anschließend sammelten sie mit dem Nahinfrarotspektrographen in einem konzentrierten Beobachtungszeitraum von 3 Tagen das Licht von 250 Galaxien. Dadurch enthüllten sie die Eigenschaften des Gases und der Sterne in diesen Galaxien und ermittelten genaue Rotverschiebungswerte. Mithilfe dieser Messungen können Wissenschaftler die Eigenhelligkeit von Galaxien und die Anzahl der darin enthaltenen Sterne bestimmen. Mit diesen Informationen können sie nun die Entstehung von Galaxien im Laufe der Zeit vollständig analysieren, auch ohne Kenntnis ihrer anfänglichen Wachstumsstadien. Galaxien und ihre Entwicklung zu verstehen ist kompliziert, aber das James-Webb-Weltraumteleskop bietet uns die Möglichkeit, mehr über sie zu erfahren. Es hat einen Kandidaten für das älteste bekannte Schwarze Loch entdeckt, das im Zentrum einer jungen Galaxie liegt, die vor 570 Millionen Jahren durch den Urknall entstanden ist. Dieses Schwarze Loch ist extrem groß, 10 Millionen Mal so groß wie die Masse der Sonne. Es wird angenommen, dass viele Schwarze Löcher während einer Epoche namens kosmische Morgendämmerung entstanden sind, die etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall stattfand und eine Milliarde Jahre andauerte. Obwohl wir immer noch nicht vollständig verstehen, wie diese schwarzen Löcher entstanden und gewachsen sind. Einige schwarze Löcher emittieren nachweisbares Licht, wenn Material auf sie fällt, sogenannte aktive Galaxienkerne, AGNs. Quasare, die extremste Form von AGN, sind supermassereiche schwarze Löcher, die extrem helles Licht aussenden, viel heller als die hellsten Sterne im Universum. Wissenschaftler erforschten die Vergangenheit des Universums mit dem James-Webb-Weltraumteleskop. Sie fanden Hinweise darauf, dass heiße Materialien um ein schwarzes Loch im frühen Universum schwache Strahlungssignale aussendeten, was überraschend ist. Darüber hinaus beobachteten sie 7 Galaxien, die sich zu einem Protohaufen zusammenschließen, dem entferntesten, der je gefunden wurde. Es wird erwartet, dass dieses System zu einem der ältesten und größten bekannten Galaxienhaufen wird und die Milchstraße umfasst das 100-fache an Masse übertrifft. Das Webb-Weltraumteleskop hat seine Mission, die entlegensten Winkel des Universums zu erforschen, erfolgreich erfüllt. Jetzt laden wir Sie ein, Ihre Gedanken und Spekulationen darüber, was jenseits des Randes des Universums existieren könnte, im Kommentarbereich mitzuteilen.